Lilo, heute mal ein kleines Spiel. Heute ist Vatertag, ne? Vater, da darf der Vater auch mal spielen. Wir haben da was gefunden, oder ich, besser gesagt. Sturmbahn Kurier. Da gehen wir vorne nochmal Sturmbahn fahren. Nein, ja, nicht Sturmbahnführer, sondern Sturmbahnführer, Fahrer. Und da wollen wir uns mal angucken. Ich bin ja schon ein Stückchen gefahren. Man hat also dieses bessere Fahrrad. Ja, besteht eigentlich nur so aus dem, ja, Rahmen, Chassis, was weiß ich, von dem Auto, ein paar Räder dran, fertig, ne? Man hat ganz rudimentäre Funktionen, da kann man da vorwärts fahren, rückwärts fahren mit A und Y oder mit Pfeiltasten A und Y. Und Lenke kann man auch mit Pfeiltasten oder man nimmt Komma und Punkt, Komma und Punkt, ja. So, ich drücke mal den Punkt, damit ich jetzt komme, ein bisschen A. Und da muss man durch so Brocken durch. Das ist aber nicht Kinderkirmes, ne? Ja, also wenn das auch so aussieht. Außerdem hat man mit der Maus die Möglichkeit, sich die ganze Szene mal so von der Seite anzugucken. Ne? Da muss ich jetzt durch. Ne? Also da hinten bin ich schon, da gibt es so ein Sprungdingens. Sprungdingens. Kann man dann mit der Space-Taste Sprungdingens aktivieren. Und hier müsste ich jetzt warten, bis da die Kinderkirmes kann. A, Y, A für nach vorne, bisschen Komma fürs Lenken und B für Brake. Und das passiert dann, wenn man nicht genau gerade steht. Das ist jetzt schwierig. Außerdem hat man so Diskettensymbol. Eins davon habe ich jetzt glücklicherweise schon genutzt, damit das nicht ganz so doof aussieht. Das könnte ich gar nichts. Ja, so ungefähr. Da kann man ja wie den Spielstand speichern, weil das ist nicht so Kinderkirmes, wie das so aussieht. So, ne, da bleibt man nämlich gerne mal so am Arsch der Welt hängen. Das sieht dann ein bisschen spaßig aus. So. Vielleicht soll ich mal ein bisschen gerade ziehen. Gucken wir mal. Sturmbahnfahrer. Ach, die liebe Zeit. Habe ich mir da wieder angetan. Also ich glaube, wir müssen erstmal warten, bis da, ne, die Kinderkirmes so kommt. Habe ich gerade A drücken und da B ist Break. A, B, B. Ihr versteht, was ich meine. Gut, jetzt kann ich von B wieder runter, kann ich ein bisschen drehen. ja. Space vielleicht. Ah, wer nach vorne. Ah! Ja, dafür ist die Taste. Ah, da. Ihr versteht, was ich meine. Und da hinten wäre dann das Ziel, ne? Also für Leute, die. Ja, ich meine, ich habe einen Führerschein und ich fahre auch unfallfrei, aber das ist ja halt doch jetzt ein bisschen nur mal härter nehmen. Oder man muss jetzt einfach schmerzfrei mal. Ja, einfach mal da runter. Ach, da falle ich halt. Dann probiert man es zehnmal aus, ne? Da hat man einmal unbegrenzte Möglichkeiten. Da muss man ein bisschen schmerzfrei ins Weltall, ne? Einfach mal rein in die Geschichte. Da macht natürlich Spaß. Spaß, in der eigenen Ungeschicklichkeit hängen zu bleiben. So, zum Beispiel. Ne? Also das wird euch öfter passieren. Außerdem gibt es da manchmal ganz lustige Grafikfehler. Also, da bin ich schon mal in so einem Hindernis quer stecken geblieben mit dem kompletten Rahmen. Und da geht da gar nichts mehr. Ne? Da geht gar nicht. Das ist lustig. Ich finde das gut. Also ich hoffe. Ihr versteht, was ich meine. Und dann hüpft das manchmal so von selber, ne? Und bringt einen dann selber um, weil es versucht, einem zu helfen, irgendwie. Also mir ist nicht mehr zu helfen. Ihr spielt mal den Sturmbahnführer hier, den Sturmbahnfahrer, der nicht mehr so heißt. Ich hoffe, ihr mir geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, was habe ich mir damit wieder angetan? Nee, jetzt sagen die 100 Leute, da können wir besser, ne? Das will ich euch schwer hoffen. Und tschüss.